Es geht weiter, liebe Freunde, mit unserer wunderschönen Umbra-Hexe namens Bayonetta. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir befinden uns hier jetzt in der Stadt Würdet oder sowas, glaube ich, hieß die. Die halt, sehr alt aufgebaut ist. Und wir haben auch schon wieder im letzten Part gegen ein paar Engel kämpfen müssen. Gegen die unterste Schicht der Engel. Und haben auch schon einige neue Fähigkeiten bekommen, die wir halt hier einsetzen konnten mit der Hexenzeit. Und jetzt haben wir hier diesen komischen Aufzug. Wo wir mal rausspringen. Mal gucken, wo wir als nächstes hingebracht werden. Wir müssten ja jetzt langsam in der Stadt ankommen. Ja, wir kommen in der Stadt an. Seht ihr, jetzt sind wir hier wirklich irgendwo an einem anderen Ort und die Leute wundern sich, hä? Was ist denn jetzt hier passiert? Und das Coole ist, halt, die Leute merken das, dass wir halt durch die durchgelaufen sind. Und natürlich haben sie auch Angst, wenn wir halt irgendwie was kaputt machen. Seht ihr, sind sie rausgelaufen, weil wir hier was kaputt gemacht haben. Wir haben halt hier diese Krüge kaputt gemacht. Und das finde ich halt so ein richtig geiles Detail, dass man halt wirklich sieht, okay, ey, die Leute merken, dass man hier, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber jetzt pass auf, jetzt laufen wir einfach durch den durch. Und der merkt das halt so. Ja, wir sind ja zwar in so einer anderen Welt, also in so einer Art Unterwelt, Zwischenwelt, sag ich mal so. Oh, was haben wir denn da? Ein Portal. Ah, Rodan. I knew it. This town's teeming with Heaven's little helpers. It's making my buddies downstairs awfully nervous. And your point is? Some places in this world are closer to Paradiso or Inferno. The rat hole of a town you and I live in is close to both. But the Vigridians, it got a special air about them. They're closer to Paradiso than anyone should ever be. And that shit just plain creeps me out. I guess I'm gonna have to set up shop here and score me some halos. These stupid rings are worth a fortune back home. Since it seems you're spoiling for a fight, if you come across any of these, bring them to me, and I'll hook you up. Another one looking to line his pockets. I'm beginning to see why Enzo is so fond of you. Real cute. But let's get one thing straight. Your fights are yours alone. I'm only here to watch my handiwork in action. So don't get any bright ideas about coming to me for help. No. You get one thing straight. I'm not the slightest bit interested in the fact that you made these guns. If you get in my way, I will... How do the Americans put it? Oh, yes. Bust a cap in your ass. Right on, baby. Right on. Ach ja, Rodan ist eine coole Sau. Muss ich einfach mal so sagen. Auch ein Charakter, den ich sehr cool finde hier bei Bayonetta. Ja, der ist einfach, hat man schon gehört, der ist natürlich halt auch ein Dämon. Und versucht einfach nur wirklich halt aus, der will einfach nur sein Geschäft machen. Und man hat schon gehört, die beiden haben einfach nur so eine Zweckspartnerschaft einfach. Oh, ein lila Schmetterling. Dieser Stein in Form eines Schmetterlings enthält magische Kräfte in kristallisierter Form. Führt die Zauberkraft bei Held wieder auf. Aha, okay. Und wie er schon gesagt hat, wir können ja halt bei ihm noch ein bisschen was kaufen. Und er will ja die Heiligenscheine haben. Und die können wir halt immer wieder einsammeln. Was ist das? Der Fahrplan für die einzige Transportmöglichkeit von und nach Vigrid. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Das Tor zur Hölle betreten. Das Tor zur Hölle ist einfach mal eine Bar. Ja, das ist ja klar, das heißt ja auch Tor zur Hölle. So, da sind wir und können neue Waffen kaufen. Hallo, mein Gutster. You here for business or pleasure? Either way, I'll hook you up. Warum nicht beides? Hm? Neu, super hot. Dieses Symbol tragen nur die heißesten aller heißen Waren im Laden. Wenn du nicht weißt, was du suchst, vertraue deinem bekannten Gesicht, Rodan, der Ladenbesitzer.
Was wollen wir uns denn holen? Wollen wir uns neue Techniken holen oder Rodens Schätze? Ach, hast du noch gar nicht. Die Techniken, was hast du denn? Sprung ausweichen für 10.000. Willst du mich verkackeiern? Du bist ein bisschen teuer. Na, neue Waffen hast du noch nicht. Okay, wäre auch komisch, wenn du neue schon Waffen hättest. Sergeys Liebe. Was macht denn das? Selins Licht. Gucken wir mal ganz kurz an, was man das alles macht hier. Matriona, eine Hexe aus dem Fürstentum Moskaus, schuf dieses Band, mit dem man die Stärke eines Dämons rufen und sich in mehrere Wesen aufteilen kann. Dieser wertvolle Gegenstand half Matriona im Kampf gegen mehrere Feinde zugleich. Ihre Taten erfreuen sich seit kurzem wieder großer Beliebtheit und sie wurde zum Modell der traditionellen russischen Matroschka-Puppe. Halte X und A gedrückt, um den Effekt zu aktivieren, leert die Magieanzeige. Ach ja, das sind ja jetzt hier die, das ist hier was richtig Cooles, und zwar wir können neue, neue Foltermethoden hier kaufen. Und zwar halt zum Beispiel, hier sagt er Selins Licht. Dieses alte Band wurde von der ägyptischen Hexe Kleopatra geschaffen. Warum wird Kleopatra immer irgendwie als eine schreckliche Person dargestellt? War die so schlimm? Nee, glaube ich nämlich nicht. Aber sie hatte eine schöne Nase. Sehr süße Nase, muss man dazu sagen. Wird der Träger angegriffen, wird die Hexenzeit automatisch auf Kosten der Zauberkraft aktiviert. Als Anführerin der ägyptischen Magier erfand sie dieses Gerät, um all jene zu helfen, die mit den Feinheiten der Hexenzeit Probleme hatten. Nö, das will ich jetzt nicht. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Sergeys Liebe oder den Infernal Kommunikator? Was macht denn der? Warte mal, was sagt denn das schöne Tier? Dieses Gerät ruft die berüchtigte Bande dämonischer Halbstarke Little Devils genannt herbei, um mit den Bewohnern des Fegefeuers zu kommunizieren. Wird das Gerät benutzt, kann man zudem kurzzeitig auf die Kräfte der Little Devils zugreifen, um gegen Feinde zu kämpfen. Drücke einfach mal. Ja, komm, kaufen wir. Oder kaufen wir... Wir kaufen das hier. Hä? Ah, das kostet 100.000. Hä? Habe ich nicht 100.000? Warte mal. Nee, ich habe 15.000. Toll, ich kann das Zubehör nicht kaufen. Ah, schade. Der hat hier nichts. Techniken. 10.000. Sprung ausweichen. Oh ja. Können wir eigentlich mal kaufen. Das ist eigentlich was ich immer sehr wichtig finde. So, aber mehr können wir erstmal nicht machen. Ja, beweg dich doch noch präziser. Also ich glaube, das Projekt kann hier mein guter Kumpel Ali auf jeden Fall nicht gucken, weil, ja, er kann es nicht gucken. Ich sag jetzt nicht, warum er es nicht gucken kann, aber... Oh, was ist denn das? Sieht aus wie das Eingangstor zum Bahnhof. Allerdings ist es fest verschlossen. Es ist vielleicht an eine Alarmanlage angeschlossen. Die elektronische Anzeige über der Tür beißt sich ein wenig mit dem Flair der altehrwürdigen Mauern des Gebäudes. Das Gebäude war wohl eine alte Ruine, die als Bahnhof in einen neuen Zweck zugeführt wurde. Ja, das passt überhaupt nicht. Weißt du, alles hier schön mittelalterlich und so weiter. Und dann hast du hier wirklich halt diese... diese Elektroanzeige. Ja, und das Coole ist halt wirklich, es sind halt wieder Ringe und das Spiel wurde ja auch so ein bisschen halt habt ihr ja gesehen, am Anfang halt auch von Sega halt ein bisschen unterstützt. Das heißt ein bisschen, ich glaube sogar voll, war. Guck mal. Ach nee, guck mal. Publisher war damals, zur damaligen Zeit, als es auf PlayStation 3 und Xbox 360 rauskam, halt Sega. Und dann hat es irgendwann halt Nintendo übernommen. Also Nintendo ist halt jetzt für die Switch-Version der Publisher. Wilgrid, der Hauptbahnhof. Oh, neues Buch. Ein neues Buch. The Crystal Witches and the Sages. Die Stadt Wilgrid verfügt über unzählige Bauwerke, die von einer langen Zeit von zwei Clans, den Umbra-Hexen und den Lumenweisen, errichtet worden waren. Sie alle zeichnen sich durch das Wechselspiel von Sonne und Mond aus. Sonne für die Luminari, für die Lumen, von Sonne und Mond aus.
Sonne für die Lumen, Mond für die Hexen. Hinweise auf eine besondere Anschauung des Universums. Der Mond repräsentiert dabei die Hexen, die Sonne die Weisen. Der Gegensatz zeigt sich in der Stadt auf vielerlei Arten. Bei einer dieser Bauten handelt es sich um ein Statuenpaar, gefertigt aus einem hochwertigen Kristall namens Beltiston, das eine Hexe und einen Weisen darstellt. Zufälligerweise war natürlich halt nur die Hexe kaputt und nicht die andere Statue, aber wir haben ja gesehen, warum. Diese Statue schien generell eine gewisse Bedeutung zuzukommen. Aufzeichnungen berichten, wie sie bei Übungszeremonien in der Kunst über die Zeit zu wachen eingesetzt wurden. Eine Fähigkeit, zu der nur die beiden Clans entstanden waren und mit Hilfe derer sie Geheimnisse dem Blick der Öffentlichkeit bei Bedarf entziehen konnten. Genauere Einzelheiten zu dieser Kunst sind leider unbekannt. Mit Aufkommen der tragischen Hexenjagden wurden viele der Hexenstatuen in der Stadt entweder zerstört oder stark verunstaltet. Für die Leute, die das wissen möchten, die Hexenjagd und die Hexenverfolgung gab es halt damals in der mittelalterlichen Zeit. Die war so ungefähr so zwischen 1550 und 1650. Da war halt wirklich die Zeit halt richtig schlimm gewesen. Da war die Hexenjagd sehr weit verbreitet gewesen. Und da wurden viele Frauen der Hexerei beschuldigt und wurden halt dann auch öffentlich halt hingestellt und wurden halt dann auch halt getötet und so weiter. Da gab es verschiedene Arten, wie halt zum Beispiel halt eine Hexe hätte ja enttarnt werden können und so weiter. Aber das müsst ihr euch einfach mal wirklich bei Wikipedia mal durchlesen, wie diese Hexenjagden halt vonstatten gingen und so weiter. Ist nicht schön, ist kein schönes Thema für Europa. Und könnt ihr euch einfach wirklich mal durchlesen. Ist auf jeden Fall nicht schön. Selbst diese zwei einst hübschen Kristallstatuen sind von den verhängnisvollen Scharmützeln nicht verschont geblieben. Naja, habe ich was anderes in Erinnerung gehabt. Da wurde eher nur die andere halt zerstört. So, wir können weiter. Und uns weiter umgucken. Aber die Stadt sieht richtig cool aus. Mitten halt in so einer Felswand ist es eingebaut worden. Was haben wir hier? Hier ist eine einfache Karte angeschlagen. Sieht so aus, als wäre die umliegende Gegend von historischem Interesse für Touristen. Ja. Und ich lasse mir schön Zeit bei dem Spiel. Ich muss es einfach mal sagen, ich habe Bock auf das Spiel. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie durchrushen oder sowas. Obwohl ja eigentlich auch bald der dritte Teil ja rauskommt von Bayonetta. Aber das soll mich jetzt nicht irgendwie stören, dass ich hier jetzt irgendwie nicht weiterspiele. Kann ich mich hier ducken? Was? Nein. Naja, nicht während der Aufnahme. Also, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, 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 nein. Uiuiui, Bayonetta, hallo, brauchst du doch nicht machen. So. Hallo, ein Herz. Zerbrochenes Hexenherz, ein Stück eines Hexenherzes. Hast du vier davon gesammelt, wird deine maximale Lebenskraft erhöht. Es gibt hier also auch nochmal Herzteile, die man halt auch finden kann. Und ich muss mal gucken, ob ich die alle irgendwie finde. Aber was ich noch sagen wollte zum Thema der Ringe. Ja, ganz zufällig kamen die Ringe wieder vor. Und Sega hat ja damals die Ringe eingeführt. Und für was ist Sega und die Ringe halt bekannt? Natürlich für Sonic. Mit diesen Kugeln wird Engelsangriff gespielt. Ein Pack erhält 3 Kugeln für das ganze Spiel. Ah, okay, das ist auf jeden Fall wichtig. Da haben wir ein paar Engel gefunden. Also... Nicht Engel. Ich habe ein paar Dings gefunden. Das wollte ich eigentlich sagen. Hallo. Den konnte ich greifen? Da war ein Vogel gerade. Warum konnte ich diesen Vogel gerade greifen? Ja, mal gucken, was er gemacht hat, oder? Jawohl. Blutsträhnen Umbras. Ah, wieder was Neues bekommen. Okay. Gut. Aber Leute, bevor ich weitergehe, würde ich erstmal sagen, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder viel Spaß bei diesen
wunderschönen Part von Bayonetta. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen zu früh abbreche oder sowas, aber keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke für euer Interesse. Haut euer rein und bis zum nächsten Part von diesem wunderschönen Spiel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye.